Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Timer umgehen kann in Java, also dass eine Aufgabe erst nach einer gewissen Zeit ausgeführt wird oder immer wieder nach einer gewissen Zeit ausgeführt wird. So, und als allererstes wollen wir deswegen in unserer Main-Methode einen Timer haben, den nennen wir einfach mal auf Timer und setzen den auf New Timer. Timer bitte. So, und deswegen müssen wir den noch importieren. Aus Java Util. Gut. Und das. Upsala, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. So. Und das Ding ist jetzt natürlich schon relativ cool, weil wir haben schon alles, was wir brauchen, mehr oder weniger. Jetzt haben wir hier bei unserem Timer verschiedene Methoden. Natürlich hier die Cancel-Methode, dass der Timer gestoppt wird. Schedule ist die sozusagen die wichtigste Methode, die wir hier brauchen. Schedule at fixed rate ist natürlich auch nicht schlecht. Und da würde ich euch dann erstmal empfehlen, spielt damit ein bisschen rum. Ich zeige euch jetzt mal die Schedule-Methode hier. So. Ja, was haben wir hier als, upsala, als Argument 1? Naja, Timer.Schedule will einen neuen Timer oder einen Timer-Task aufrufen. Und der Timer-Task ist wie ein eigener Thread eigentlich. Der hat sogar seine eigene Run-Methode. Und hier kann man dann irgendwas machen, wie zum Beispiel System.out.println. Hier könnt ihr einfach die Sache reinschreiben, die ihr immer haben wollt. Also sowas wie Hello World. Ja, passt. Und das zweite Argument hier unten ist die Zeit, die wir hier haben wollen. Also ich sag mal hier 2x60 mal 1000. Weil das Ganze in Millisekunden läuft. Gut, okay, vielleicht sind, ja, vielleicht ist das ein bisschen lang. Ups, das war die falsche Taste jetzt. Jetzt haben wir 2 Sekunden. So, und jetzt probieren wir das einfach mal aus, was der die ganze Zeit macht. Allerdings, ja, ich lasse es einfach mal laufen. So, Hello World, und dann vergehen wieder 2 Sekunden und er macht nichts weiter. Gut. Also er printet quasi, achso ja, übrigens läuft dieser Thread dann natürlich auch weiter, wenn euer Programm eigentlich schon längst beendet sein sollte. Und hier Hello World wird einfach nur ein einziges Mal ausgegeben. Und was man dann machen kann, ist, wenn man das regelmäßig haben möchte, also das ist quasi die eine Methode, achtet darauf, dass wenn euer Programm dann auch wirklich fertig ist, dass ihr dann auch wirklich alle Threads beendet, also den hier auch, also mit Timer.cancel dann hier, Timer.cancel, so, ja gut, dann passiert halt gar nichts, weil wir hier viel zu schnell durchgegangen sind, logischerweise. Was wir machen können ist, wir sagen, okay, wir geben hier noch eine zweite Zahl ein, 2x1000, dann sagen wir quasi, okay, das wird jetzt alle 2 Sekunden ausgeführt, ich zeig's euch. Achso, halt, stopp, ich habe die Methode nicht geändert, Entschuldigung. Timer.schedule at fixed rate muss es heißen. Wir geben hier unten dann noch einen zweiten Parameter an und ja, wir sehen, was passiert. Hello World, und dann warten wir, nach 2 Sekunden kommt wieder Hello World. Nochmal 2 Sekunden kommt wieder Hello World und so weiter, die ganze Zeit durch. Ihr seht auch hier, passiert hier auch nichts mehr. So, und jetzt kann man hier quasi einfach eine fixe FPS-Zahl oder sowas anstellen, wenn man in einem Spiel was machen möchte und jedes Mal, wenn der Timer quasi tickt, könnte man in einem neuen Thread laufen lassen, dass sich dieses Bild aktualisiert. Das ist natürlich cool. Dann capt man sozusagen, wenn man hier unten die richtige Zahl einstellt, bei 60 FPS und das Spiel läuft flüssig durch, aber nimmt nicht zu viel Performance, die es eigentlich gar nicht braucht. Ja, wie ich schon sagte, passt darauf auf, dass ihr den dann jedes Mal auch cancelt, wenn euer eigentliches Programm fertig gelaufen ist, weil wenn der Timer hier dann halt durchgelaufen ist, dann läuft das Programm, wie ihr gesehen habt, hier immer noch weiter, selbst wenn ich einfach nur einmal Schedule drücke. So, dann kann man hier eben auch diesen Timer canceln, also wenn das durchgelaufen ist. Gut, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit Timern, das war jetzt ein sehr kurzes Video. Nächstes Mal geht es weiter mit richtigen Zeitrechnungen, also nicht einfach nur so mit Ticks, weil die waren jetzt schon relativ einfach. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.